Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Super Mario Land 2 6 Golden Coins. So, nachdem der David im letzten Part wahrscheinlich in der Videobeschreibung vergessen hat, das Rätsel aufzulösen, es ist Family Guy. So, wir machen weiter. Oder auch nicht. Ich mach weiter. So. Also, falls keiner mehr weiß, was Family Guy, er hat die ganze Zeit gesagt, was hast du gesagt? Was? Was hast du da gesagt? Burger? Und Käse. Und Käse, und das war aus Family Guy. Ich kenne das Zitat nicht, obwohl ich Family Guy kenne. Nein, das kennt keine Sau. Aber er kennt's. Aber ich kenn's. Weil es für ihn wichtig ist, was der Woche war. Ja, das hat einen krassen Platz in meinem Leben, auch dieses Zitat. Nein, Spaß. Er macht immer irgendwas und dann beendet es das, dann bleibt bei mir alles stehen und dann rege ich mich immer auf. So, ah! Allgemein ist eine sehr witzige Art, sich aufzuregen. Nein. Oh nein. Oh. Safe game? Ja, schön. Hui. Burger und Käse. Boing. Boing. Ach ja. Ja, wahrscheinlich werden die Leute von euch, die selbst relativ viel spielen, werden ihr mitbekommen haben, dass Atlas released wurde. Oder was heißt released? In den Early Access gegangen ist. Das ist ein, für die, die es nicht kennen, es ist ein Piraten-MMO, Survival. Es ist ganz schön viel. Und es gab einen riesen Shitstorm, weil die hatten keine Ahnung, wann sie das Ganze releasen sollen. Genau jetzt ist bei mir das Spiel eingefroren. Ich bin aus Versehen aufs Stream gegangen, gerade nicht intelligent. Und dann, weil, also sie haben quasi das Release-Datum komplett verkackt, haben das, glaube ich, dreimal verschoben und irgendwie, es gab Zugaben, dass das irgendwie, sie von vornherein wussten, dass sie das nicht halten können und es ist, alle sind sauer. Klar, ist unverschämt, keine Frage, aber das wirklich Witzige, finde ich, die Leute haben dabei vergessen, sich eine Frage zu stellen. Ist es denn überhaupt ein gutes Spiel? Und das finde ich ganz ehrlich traurig, weil Studio Wildcard, also die Macher von Atlas, sind wirklich weltbekannt, kann man sagen, für schlechte Performance und Bugs, und weil ihr anderes eben riesiges Machwerk, Ark Survival Evolved, eben ist dafür quasi bekannt. Aber das war auch jahrelang im Early Access und war die ganze Zeit irgendwie verbuggt und so weiter. Aber es war halt nur verbuggt und hatte eine schlechte Performance und irgendwie. Aber es hat sich halt jetzt inzwischen zu einem echt guten Spiel entwickelt. Und ich habe gerade ein Game Over gesaved. Okay. nicht witzig. Weil ich jetzt Teile von dem Level davor nochmal machen muss. Oh nein. Aber gut, egal. Das war jetzt der sechste Teil. Jetzt hilft doch das einfach hier. Das mache ich nicht.
Kein Kommentar hierzu. So. Dieses Projekt wird länger als Breath of the Wild. Ernsthaft. Da ist echt, wenn ihr das komplett angucken wollt, da ist Hartnäckigkeit geboten. Gefordert. Oder dass man die Playlist startet und dann einschläft und den nächsten Morgen aufwacht und erst 25% der Playlist gesehen hat. Oder dass man an dem einen Abend aufwacht und am nächsten einschläft und feststellt, ah, ich habe nichts verpasst, der ist immer noch im selben Level. ja, so, so ungefähr dürfte es werden. Ich sollte häufiger speichern. Vielleicht solltest du doch anfangen, Leute zu bezahlen für Videospiele. Dann hättest du Leute zur Verfügung, die das auch können. Ich kann das, nur nicht Nintendo. Und nicht Jump'n'Runs. Also im Endeffekt kann... Ja, aber du kannst bestimmte Sammel toppen, der vor New Super Mario Bros. 2 Speedrun, wo dein Rekord bei 1,5 Stunden lag, er 12 Stunden für gebraucht hat. Naja. Aber ich mach's da selbst nicht besser, also solltest du alles reden. Nein, echt nicht. Okay. Haha. Speichern. Einfach nach jedem Sprung wieder speichern. Sieht doch eigentlich auch alles gar nicht so schwer aus bis jetzt. Ja, nö. Oh, das ist nicht der Punkt. Aber es sind dann huselt hier so huselmäßig rum. Mhm. Ich bin so schlau wie ein kleiner Fussel. Wer kommt wieder? Wer kommt wieder? Die Wölfe. Was ihr da kratzen hört, ist ein masturbierender Roboter. David ist ein Roboter. ja. Falsch. Falsch. Okay. Oh, aber. Zack. Immer da sind wir richtig. Safe Game. Zack. David als Mensch, der keine Geduld hat, ist ein Mensch, der gerade große Langeweile erfährt. Hä? Happy Birthday to me. Was? War das jetzt falsch? David ist entsetzt und wird mich dieses Spiel nicht spielen lassen. David, ich hatte gesagt, ich mache nicht gerne Jump'n'Runs, weil das ist für die Zuschauer tot langweilig. Nein, es ist lustig. Du gehst ins Guinness Buch der Rekorde auf Leute, die am längsten brauchen, um dieses Spiel durchzuspielen. Wie witzig. Ich hätte fast gelacht. Was ist denn in der Glocke? Bei der Glocke ist das Ziel immer in der Nähe. Es ist einfach so. Ja. Also Leute, wenn ihr Glocken seht, immer bimmeln. Ich auch. Die Bimmelglocke, sage ich nur. Fest die Nomanze. Ich weiß dich selbst nicht. Nein, das war dumm. Ohoho. Warte, bis die vorbeifliegen. Tada, da, 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 da
Junge. So, bitte auf den anderen Block draufbringen. Ja. Oh nein. Da unten sind Münzen. Was heißt das? Beruhig dich. Nee. Immer mit der Ruhe. Ich speichere übrigens jetzt zweimal, weil ich Angst habe. Wie sagt der Masse, in der Ruhe liegt die Wurst. Die Kackwurst? Na. Aber die auch. Was? Aber die auch. Ich hoffe, das ist ein Hefte des Partners, das endlich mal baufällig zu machen, wo es zweieinhalb Haken dran sitzt. Du, sehe ich so aus? Nee. Da hast du deine Antwort. Ich lasse ihn den Heuleiser Sendel auf Discord machen. Und heulst dort leise. Ist jetzt ein High-Quality-Set. Ja, aber shit. So lookt es aus. Deswegen wollte ich hier das Item, weil das ist da wichtig. Mach doch einfach weiter. Nein. Du hast es gespeichert. Und jetzt... Hä, das ist... Ach, du wolltest speichern. Ja klar, wollte ich das speichern, weil... Ging auch deshalb. Ja, ich hab Angst, dass es mir wieder passiert, dass ich... Weil das Load-Game und der Save-Game-Knopf sind so nah aneinander. Und wenn ich dann aus Versehen... Das ist aber passiert, ne? Nicht letztes Jahr, vorhin. Das ist 20 Minuten her. Ich glaube, es war sogar dieser Part. Was geht denn mit dir ab, du Opa? Also, auch letztes Jahr. Lass doch den Gumpas. Nein. Für seine gumprigen Verbrechen gehört er in den Knast. Das ist der erste Boss. Safe ist davor. Am besten in 3 oder so, falls du mal verkackst, dass du alles mal freilässt von dem davor. Keine Ahnung. Ist nur ein Tipp. Was? Einfach drauf tun, glaube ich. Das glaube ich auch. Das ist ein Boss. Oh. Ich dachte, er hätte nur einen. Dreimal hätten vermutlich. Tja. Das kannst du voll vergessen. Er hat mich jetzt schon zweimal gehittet, aber ich habe ihn erst einmal gehittet. La 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 la. Hast du gerade? Nee. Doch. Was? Safe Game 3 ist kaputt. Kaputt. Ja, insofern, dass das. Ja, du weißt, was ich meine. Nein, weißt du nicht. Aber nur weil du dumm bist. Diese Technik funktioniert nicht. Okay, an diesem Punkt sage ich... Load. Safe. In den dritten nochmal rein und dann... Hier bin ich jetzt bereit. Für dich, Wixkind. Oh mein Gott. Du bist ja so ein krasser Boss. Die Frage ist ja auch, warum bekämpft Mario den Typen überhaupt? Ich hätte fast schon wieder Wichser gesagt. Jetzt hast du es gesagt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich lade den Spielstand neu. Ey, das ist doch... Das ist doch kein 1000 Mal einladen. Mann! Oh, das nervt. Wir müssen noch one hit. Ja. One hit and he is down. But you too. You will win. Ich will aus Kreuz haben. Na. Okay. Er hat die erste Runde gewonnen. Runde 2. So looked it out. Hast du gerade so looked it out gesagt? Maybe.
Lustig, lustig. Ich singe Kinderlieder, um die Angst zu besiegen. Na, schade. Ich dachte schon, das würde funktionieren. Das funktioniert? Diese Technik ist tatsächlich nicht mal schlecht. Ploing. Sei leise und bring mir ein Glas Limo. Und da hast du die erste Münze gerade bekommen, von denen es wie gesagt 6 Münzen gibt, die du finden musst. Sei leise und bring mir eine Limo. Das ist nämlich das. Immer wenn du was bewegt, bekommt man eine Münze und muss insgesamt 6 Münzen sammeln. Und dann kommt das Kasi, glaube ich, erst. Oh! Ich hab jetzt der Stelle auch mal Spice Hunt, bitte. Und zwar alle Spices, die es gibt, voll spammen mit dieser Münze. Wir haben keine Fanta mehr. Oh, okay. Willst du Cola? Ja. Oder willst du... Nein! Eistee. Nee, ich will Cola. Bitte. Okay. Kommt gleich. In 5 Minuten. Er hat mich angelogen. Da habt ihr es gehört. Er hat mich angelogen. Okay, hat er nicht, aber... Hauptsache erstmal... Er hat mich angelogen. Er hat mich angelogen. Das ist ein Strandmap. Oh Mann. Warte mal. Nein. Ich bin ja klein. Das ist ja doof. Ich will ein Item. Für alle, die sich jetzt so denken, Pech gehabt. Ja, ich weiß. Ja. Da ein Item drin. Oh mein Gott, da ist tatsächlich ein Item drin. Oh, du nervst auch. Okay. Läuft bei mir, läuft bei mir, läuft bei mir. Ich bin nicht mal schlecht. Okay, korrigiere doch. Burger und Käse. So, Nein, nein. Oh. Da war das Ende. Da war es. Ich hab's gesehen. Genau. Ploing, ploing, ploing. Ploing, 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 ploing. Das ist eins dieser Spiele hier gerade, wo man möglichst weit vorne im Bildschirm bleiben muss und das Level nicht zu langsam machen darf, weil der Bildschirmrand sonst kommt und dich tötet. Ja. Ja, in diesem Level ist das so, dass der Bildschirmrand kommt und dich tötet. Der Bildschirmrand kam. Aber noch hat er mich nicht getötet. David denkt sich so, sounds good. Das ist die Technik, Leute. Das ist die einzig wahre Technik. Weil die hat nämlich einen Vorteil gegenüber meinen anderen Techniken. Und zwar funktioniert die. Oh mein Gott. Ich habe das Level verstanden. Dafür hätte man 400 Sekunden Zeit gehabt. Hast du es geschafft? Ja. Gut. Wunder. Nein, eigentlich nicht. Was kannst du? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ach, du hättest mich mit dieser Blase da hochgebracht. Okay. Dann leck mich doch am Arsch.
Und so machst du gar nichts mit mir. Gut. Ach, das ist eine Unterwasserwelt. Okay. Da bringt mir natürlich meine Feuerblume sehr viel. Sehr interessant, dass sie das tatsächlich tut, aber... Feuerblumen-Spam-Technik. Feuerblumen-Spam... Einfach... Ja, okay, ich gebe zu, ich drücke einfach nur Wüstknöpfe, aber... Das ist ja auch nicht verboten, ne? Okay. Jetzt bin ich so richtig wütend. Nee, bin ich nicht. Ja, leck mich doch am Arsch. Ding, 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 ding. Okay. Wo bin ich? Lol. 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 Makrozone. Okay. Oh nein, es ist ein Level, eine Welt. Ja, ja, aber es ist eine Welt. Ja, eine Welt. Brudi, geh weg. Muss ich dazu jetzt einen Kommentar abgeben? Ja, ich muss dieses Level nochmal wiederholen. Kein Autosave? Ich habe kein Autosave gemacht. Genau das ist das Problem. Ich habe kein Autosave gemacht. Savest du nach jedem Level? Ja. Oh. In solchen Games schon. Gar nicht so dumm. David, bist du etwa klug? Natürlich. Er hat gesagt, er wäre klug. Okay. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oha. Ein Ohrkomm ist übrigens ein Kommunikationsgerät, das übers Ohr funktioniert. Deswegen Ohrkomm. Burger und Käse. Ach. Das ist jetzt allerdings interessant. Ich, mit anderen Worten, ich musste, hätte dieses Level gar nicht... Okay. Okay. Allerdings. Moment, ich kann auch... Ah. Tja, jetzt bist du am Arsch, Fisch. Du mein fischiger Freund. Du bist am Arsch. Alles in die Freiheit. Schon wie Willy Brandt damals schon sagte, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ach nee, das war der Wilhelm Klemms. Genau. Wenn ich weiß, wer Wilhelm Klemms ist, den gibt es einfach nicht. Übrigens besteht ein großer Teil dieses Spiels darin, auf den Knopf Y zu drücken. Ist das nicht toll?
So, in der Makrozone werde ich jetzt das Game save. Und nochmal saven. So. Genau. Und was jetzt kommt, ich save das Game. Boah, ey, Brudi. Du bist ja so, immer sowas von einem Bauarbeiter. Du hast kein Recht, du bist kein Mensch. Und du willst auch Rechte. Jawohl, natürlich. Boah, ey. Ja, ich mach auch immer Stacheln aus mir raus. Leider kann Mario das nicht. Ich meine Stacheln aus sich rausmachen. Bei ihm bleibt immer alles stecken. So. Ha, ich hätte eigentlich auch einfach Feuerbälle zurückfeuern können, aber dann wäre es nicht so lustig. So, alle Scheiße, warum? Ich sag's euch genau. Oh, verdammt. So. Das Männchen frisst und Gold scheißt. Ich sollte aufhören, random Zitate zu bringen. Ha, ich kann das auch. Siehst du mal. Ploing. Zeit für ein Safe Game? Ich hab nicht gerade das. Super. Digga, ich flick dich weg. So, jetzt wollte ich das Spiel sichern. Und die sind manchmal echt gemein. Komm und oh mein Gott, ich hab's geschafft. Es gibt Gründe, stolz auf dich zu sein. Dies ist keiner davon. Hashtag Komma das. Der sich fragt, natürlich würden sich jetzt viele fragen, was hat das jetzt für eine Bedeutung? Hashtag Komma das? Keine Ahnung. Wichtig ist aber bei der ganzen Chose, Hashtag. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was hier. Ihr kleinen Pisser. Ihr kleinen Pisser, ihr kleinen Pisser, ihr kleinen Pisser, ihr. Oh. Kleine Pisser sind kleine Pisser. Mehr sage ich dazu nicht. Muss ich dann vorne anfangen? Ja, das Spiel ist halt nicht so leicht. Und dir fehlt halt auch die Ausdauer. Mir fehlt auch die Ausdauer. Du hast dir so gedacht, wir lassen den Volldeppen jetzt einfach mal dieses Spiel probieren und gucken dann, was passiert. Ich habe mir so gedacht, so muss man das machen. Das war ein Millimeter falsch. Nein. Aber das war gerade das Setteste. Ah, das war mies.
Wenn das, wir 1 Millimeter weiter kommen, der hat es geschafft. Das war. Nein. Du? Nein. Du? Nein. Wenn 1 Millimeter weiter wärst du drauf gefallen. Man fällt von der Insel runter. Die, das ja, drückt. Du musst mal ducken. Auf der Insel, um durchzukommen. Das ist so ein schlauer Plan. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Oh mein Gott, nein! Mein Leben hat geil. Okay, dann mache ich das. Warte mal, wie ging das nochmal? So. Ich hab das probiert. Ja. Der wird dort nicht mehr rankommen. Pass auf. Soll man es überleben? Guck mal, die muss Beiß haben irgendwo. Aber nicht aber beim anderen Bild stört. Das ist ja halt. Jo. Ploinks. Ploinks. Doings. Ja. Gucke sich das mal einer an. Da oben ist ein Item versteckt gewesen. Nur war es halt nicht versteckt. Ich wäre gerade fast an dieser beschissenen Stelle gestorben. Da hätten natürlich hätten wir da irgendwelche Vollidioten auf meinen Grabstein schreiben müssen. Können sein Tod war sinnlos. Er war ein Vollidiot. Hurra, er ist tot. So. Ja. Ladies and Gentlemen, und das war's mit dem Part von Let's Play Super Mario D. Super Mario Land 2. Fast 3D. Ja, ich bin parallel dabei noch zu D-Land zu spielen, da kommt es ein bisschen auseinander. So, das war's. Da, wie viel der dritte Part? Bist du zufrieden soweit? Nö. Aber du holst jetzt schon auf, das merkt man. Du tust jetzt nicht mal zwei Parts am einen Level sitzen, sondern nur ein Part. Nein, das wird's. Man muss es dran gewöhnen, wenn man erstmal drin ist, dann funktioniert es auch. Außer bei mir. Genau. So sieht's aus, ne? Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao! Ciao.